ist okay, Mann. Mit diesem Slogan hat sich das Rostocker Unternehmen Lehmann Bürotechnik einen Namen gemacht. Seit vielen Jahren ist die Firma erfolgreich im Geschäft. Im Frühjahr 2020 hat sie ihren Sitz in die Reuterstraße 5 in Bargeshagen verlegt. Ein achtköpfiges Team präsentiert hier auf 2 Etagen und rund 300 Quadratmetern modernste Drucktechnik, Multifunktionsgeräte, interaktive Projektoren und vieles mehr. Für Geschäftsführer Frank Lehmann ist der Umzug in die neuen Räumlichkeiten ein Meilenstein in den nunmehr 30 Jahren Selbstständigkeit. Die Vorteile liegen auf der Hand. Bessere Präsentationsmöglichkeiten, wenn man sich hier umsieht. Wir können also die Large-Format-Technik besser präsentieren. Wir haben im oberen Schulungsraum oder Sitzungssaal haben wir modernste Beamer-Technologien, wie wir sie auch für die Schulen verkaufen. Und das können wir alles besser präsentieren. Digitale Lösungen für den Schulgebrauch sind gefragt. Das hat Frank Lehmann früh erkannt. Er setzt auf die interaktiven Fingertouch-Projektoren von Epson und arbeitet mit den Marloer Möbelwerken als Schuleinrichter zusammen. Derzeit laufen die Ausschreibungen. Das sind Verfahren, die etwas zäh sind. Da muss man auch sehen, dass man auch dann nachher als Sieger hervorgeht. Das ist auch nicht so einfach, weil häufig der billigste genommen wird und andere Kriterien so ein bisschen unter den Tisch fallen, wie Servicefreundlichkeit, also Nähe zum Kunden, also zu den Schulen. Aber es wird angenommen, die Ausschreibungen laufen jetzt. Wir sind auch heute wieder dabei, der Hänger ist beladen, neuen Beamer zu installieren, gemeinsam mit Marlo, also das wird angenommen. Frank Lehmann ist von Haus aus Entwicklungsingenieur. Er gehört zu den vielen Unternehmern in Mecklenburg-Vorpommern, die nach der politischen Wende hoffnungsvoll den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt haben. Viele dieser Firmen bestehen heute nicht mehr. Im ersten Halbjahr 2020 haben etwa 100 Firmen im Land Insolvenz angemeldet. Doch von wirtschaftlichen Krisenzeiten hat sich Frank Lehmann noch nie beeindrucken lassen. Als Unternehmer in MV brauche man Ausdauer, muss zäh sein, schneller als andere und auch ungewöhnliche Wege gehen, sagt er. Man muss Geduld haben und das nicht nur über Tage und Wochen, sondern über Jahre. Und ich denke, das ist der richtige Weg. Ja. Man muss einfach die Geduld haben und nicht alles an einem Tag, sondern die Dinge dauern teilweise etwas, sei es aus behördlichen Gründen, sei es aus Entscheidungsgründen, sei es aus Corona-Gründen. Die Dinge dauern manchmal etwas länger. Und wenn man die Geduld hat und relativ breit aufgestellt ist wie wir, dann findet sich eigentlich immer in den Durststrecken eine Lücke, wo man noch tätig werden kann. Immer wieder macht Lehmann Bürotechnik mit besonderen Aktionen auf sich aufmerksam. So überrascht das Unternehmen schon mal mit einem Drucker auf der Pflegemesse, um ein besonders energiearmes Epson-Gerät vorzustellen, das sogar mit Muskelkraft betrieben werden könnte. Bereits zum 25-jährigen Firmenjubiläum vor 5 Jahren gibt er auf einer Hausmesse einen Einblick in den Lebensmitteldruck gemeinsam mit Schokoladerieinhaber Ulrich Depri. Bürotechnik wird bei Lehmann nicht einfach verkauft. Auch eine individuelle Betreuung gehört dazu, das Erarbeiten von Automatisierungslösungen, die Einbindung in die Netzwerke und Reparaturen aller Art. Wir sind immer da, wir sind vor Ort, wir fahren in Gesamt-Mecklenburg, wir scheuen keine Wege, wir reparieren noch klassisch, wir gehen noch mit den Lötkolben in die Maschinen rein, auch Notebooks werden von uns noch per Hand repariert. Und das ist der richtige Weg. Viele Jahre wurden wir mehr belächelt. Jetzt werden wir gebraucht, weil das Handwerk in der Elektronik wird gebraucht. Und wenn wir über Nachhaltigkeit reden, dann müssen wir auch darüber reden, die Lebensdauer der Geräte vielleicht ein bisschen zu verlängern. Lehmann Bürotechnik setzt schon lange auf die Zusammenarbeit mit Herstellern, die nachhaltig produzieren. Und die Firma hat sich schon immer früh auf neue Technologien und Softwareentwicklungen eingestellt, bietet mehr als den Standard. Mit der Investition in den neuen Firmensitz ist Lehmann Bürotechnik für die weiteren Jahre gerüstet.
Mann, ist okay, Mann.